Sie sind hier, vergrößern, verkleinern mit seinem 14. Saisonsieg zieht Johannes Thingnesbø mit dem Fursate-Rekord von 2016-17 gleich Urheberrecht. Getty Images Update. Mit seinem Erfolg in Oslo zieht Johannes Thingnesbø mit einer historischen Bestmarke von Martin Fourcade gleich. Benedikt Doll wird bester Deutscher. Die Sprint-Experten Arndt Peiffer und Benedikt Doll verloren am Schießstand im dichten Nebel am Holmenkall in den Durchblick. Biathlon-Dominator Johannes Thingnesbø feierte indes beim Heimspiel seine Rekordshow. Während Ex-Weltmeister Doll beim Weltcup-Finale in Oslo über 10 Kilometer als Sechster das Podest nach zwei Strafrunden um 4,4 Sekunden verpasste, feierte der alles überragende Norweger Bø seinen 14. Sieg des Winters. Damit stellte der Vierfach-Weltmeister von Östersund die Bestmarke des Franzosen Martin Fourcade aus der Saison 2016-17. Ein am Schießstand habe ich wieder das Podest hergegeben, haderte Doll, der sowohl liegend als auch stehend einen Schuss neben das Ziel setzte, am ARD-Mikrofon. Am Liegendanschlag sei die Sicht durch den Nebel schwierig gewesen, stehend hätte ich aber alle gut treffen können, fügte der Breitnauer selbstkritisch hinzu. Bø heute unschlagbar, das Maß der Dinge war aber trotz einer Strafrunde einmal mehr Bø. Bei seinem 35. Karrieresieg triumphierte der 25-Jährige vor dem Italiener Lukas Hofer, 0 Strafrunden, 31,7 Sekunden zurück und dem Franzosen Quentin Fillon-Maillet, 0,35,0. Den Sieg in der Gesamtwertung sowie im Sprint-Weltcup hatte Bø schon vor dem Heimspiel am Holmenkall in klar gemacht. Auch Olympiasieger Arndt Peiffer vergab eine bessere Platzierung am Schießstand, nach zwei Fehlern wurde er Achter. Einen Überraschungserfolg feierte indes Philipp Navrat, der als Elfter sein zweitbestes Weltcup-Ergebnis holte. Erik Lesser I komplettierte als 16. Ein sehr gutes Ergebnis, wie Bundestrainer Marc Kirchner am ARD-Mikrofon bescheinigte. Trotzdem bin ich nicht ganz zufrieden heute. Ich glaube, es war ein sehr schwerer Wettkampf. Wir hatten nicht immer das Glück auf unserer Seite. Nebel sorgt für schwere Schießen vom strahlenden Sonnenschein. Unter dem Franziska Preuß am Vortag bei frühlingshaften Temperaturen noch zu Platz 2 gesprintet war, war am Freitag gar nichts mehr zu sehen. Dichter Nebel hüllte die Anlage rund um den Holmenkallbacken ein. Neben der eingeschränkten Sicht erschwerte Wind die Arbeit am Schießstand zusätzlich. Vor dem Rennen war es schon ein bisschen komisch, weil man gedacht hat, es wird abgesagt, sagte Doll. Auch Bø monierte, ich dachte, das Rennen müsste abgesagt werden. Es war sehr schwer, die Ziele zu sehen, zwar verfehlte auch Bø am Stehendanschlag einmal, doch die Strafrunde machte er dank seiner überragenden Laufleistung wieder wett. Doll, der von Bø bei der WM in Östersund als Sprint-Weltmeister abgelöst worden war, verlor als zweitbester Läufer im Feld allein in der Loipe 21 Sekunden auf den norwegischen Überflieger. Noch zwei Rekordchancen für Bø bleiben noch der Verfolger am Samstag, ab 17.15 Uhr im Sport 1 Live-Ticker, und der Massenstart tags darauf, ab 16.30 Uhr im Sport 1 Live-Ticker, um Fourcade den Siegrekord zu entreißen. Der fünfmalige Olympiasieger aus Frankreich hatte seine Saison nach der enttäuschenden WM, wo er erstmals seit seiner Premiere 2009 ohne Medaille geblieben war, bereits beendet und verfolgte das Rennen in Oslo nur als Zuschauer. Am Samstag gehen auch die Frauen wieder in die Loipe. Im Verfolger besitzt vor allem Franziska Preuß nach ihrem zweiten Platz im Sprint beste Aussichten. Weltmeisterin Denise Herrmann geht als Fünfte ins Rennen und liegt in Lauerstellung. Den Abschluss des Weltcup-Winters der Biathleten bilden am Sonntag die beiden Massenstarts ab 13.45 Uhr im Sport 1 Live-Ticker.